Hallo Freunde, wir machen heute einen griechischen Salat. Genau, hier ist meine Gewürzmischung, griechischer Salat. Genau, wir brauchen Schafskäse, wir brauchen eine normale rote Zwiebel, Knoblauch, Gurke, Paprika, Tomate. Und das wird alles grob geschnitten, also es wird nicht klein geschnitten, sondern grob, ja. Machen wir hier erstmal das raus und hier ist eine Stelle, die machen wir auch mal weg, so. Hier haben wir auch irgendwo eine kleine Stelle, die machen wir auch weg, so. Aber ich glaube, ich komme jetzt zum Schneiden das große Messer. Genau, das hat keine Stelle. So, wir schneiden die Tomate. Große Stücken, ne? Also so nicht fein, nicht klein, sondern wirklich. Ja, nee, Muckel. Ist kein Fleisch, ist nur Tomate. Muckel, es ist kein Fleisch. Die Paprika machen wir genauso. Auch in große Stücke. Oh, daneben. Daneben. Die Gurke genauso. Die hüllen wir auch nicht aus. Na, dann mal. Kommen wirklich große Stücken rein, ist wirklich so bei diesem Salat. Das ist der Lieblingssalat meiner großen Schwester. Wenn die in Griechenland ist oder wenn die griechisch essen ist, holt sie sich auch mal diesen Salat. So, nur der Knoblauch, den schneide ich. Also ich weiß auch gar nicht, ob die Griechen Knoblauch reinmachen. Weil wir mögen Knoblauch, ne Maus? Ja. Und deswegen kommt bei uns auch Knoblauch rein. Knoblauch drin steht, da drauf steht über Knoblauch. Ja, das ist ganz frisch auf dem Token. Ganz frischer vom Türken. War der vom Türken? Oder war der von... Doch, wie war der denn? Ach nee, vom Türken war der... Von Hitch? Nee, auf jeden Fall ist er ganz frisch. Sagen wir mal so, ne? So, dann kommt jetzt die Zwiebel. Ich hab mich nicht brennt mir. Und die Zwiebel werden so... Ringe geschnitten. Eigentlich auch nicht zu fein. Ja, die sind ja nicht so scharf. Genau. So. Ja, brennt. So, dann kommt jetzt rein Schafskäse. Hier haben wir noch ein Stück. Und dann ist auch alle. Ja.
Und der wird eigentlich auch groß rein gewürfelt, ne? Also nicht klein, große Stücke. So. Ne? So. Genau. Und dann kommt rein eigentlich nur noch das Gewürz. Rosmarin. Mit Rosmarin. Oh, die ist schön, die Mühle. Mit allen, mit Rosmarin, Oregano. Roter Pfeffer, genau. Aber wirklich. Schmeckt wie in Griechenland. Hier kostet mal so eine Gurke. Hast du den griechischen Salat da mal gegessen? Schmeckt dir? Schmeckt, ne? Die sind kalt, ich weiß. Kann jetzt so ein bisschen stehen. Kalt. Im Hotel war natürlich immer nackt, ne? Also da stand dann Öl, Essig und hast du nicht gesehen. Konntest du denn selber rüber machen. Essig brauchen wir nicht, wir machen nur noch ein bisschen griechisches Olivenöl ran. Und da will ich heute mal das Olivenöl als Kurs probieren. Da haben wir nicht. Ne, das ist das Gewürz hier aus Kurs. Und jetzt will ich mal das Olivenöl probieren. Ich hoffe, ihr seht das, um zu gucken, wie es schmeckt. Ne, also ist ja nun Gewürz aus Kurs, der Schafskäse ist nicht aus Kurs, aber der Salat ist griechisch angehaucht. Und zeig mal. Ja, das Kurs. Wie heißt das? Hatzipetros. Aber ist ja direkt aus Kurs. Wurde in Kurs hergestellt. So, dann nehme ich mal jetzt mal einen kleinen Löffel und kosten. Bitteren Nachgeschmack hat oder so. Ne, also. Schöne Farbe hat. Na, schmeckt auch gut. Nee, aber hat nicht. Nee, ne? Können wir nehmen, ne? Nee, hat nicht. So, dann nehmen wir mal hier, machen wir ein bisschen was drin. So. Reicht. Hat nicht, ne? Leicht? Nee. Täuscht, okay. Das täuscht. So. Dann mache ich noch, machen die Griechen auch. Die geben hier so Oregano drin, ne? Ja. Die geben noch so Oregano rüber. Wir machen auch noch ein bisschen Oregano rüber. Voilà. Unser griechischer Salat. Wir fühlen uns jetzt wieder wie in Griechenland. Ja. Ich nur noch die Musik. Ja, die blende ich hier ein, wenn ich das Video hochlade. So, jetzt kosten wir mal hier. Lecker. 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 Ja, weißt du. Gut. Sehr gut. Super. Und dazu gibt es heute Kalbskotelett. Salat, Kalbskotelett, mehr nicht. Müssen wir zeigen. Kalbskotelett, wieder ein Kalbskotelett, Bier. Ein Kalbskotelett, griechischer Salat,
und mehr nicht. Ja. Okay, naja, ich bin ja jetzt hier Video beenden. Ja. Na? Also, lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und was sagen wir denn? Immer wieder gerne. Tschüss.